Mit mittelalterlich verkleideten Musikanten und einer historischen Edelschau will die Besitzerin des Hotels Eisenhut in Rothenburg ob der Tauber den Schah von Persien empfangen, ihren prominentesten Gast, seit sie für den Führer einen Apfel schälen durfte. Und ein wunderschön ist der Ausblick mit dem Balkon, den der Schah aus Sicherheitsgründen nicht betreten darf. Die Presse meldet, der Schah trägt eine Panzerweste. Wer am Rhein ein ordengeschmücktes Selbstbewusstsein besitzt, der kann es sich nicht leisten, dem persischen Herrscherpaar die Hände nicht gedrückt zu haben. Die Fahrt zum Herrenprogramm bietet dem Schah eine Attraktion, die kein Bundesbürger je erlebte oder erleben wird. Der persische Gast erfährt ein monotones deutsches Landschaftsbild. Polizei, Polizei, Polizei. Darüber hinaus fordert der Konvent den Rektor der Freien Universität auf, einen Mann, der in seinem Land oppositionelle Professoren und Studenten verhaften oder erschießen lässt, keine Ehrung durch Flaggenschmuck der Freien Universitätsgebäude zu erweisen. Die Untersuchungsrichter mühen sich nicht mit langen Verhören ab. Geständnisse, die man braucht, werden durch Folter erzwungen. Kaum ist der Schah im Rathaus verschwunden, gehen die Jubelperser zum Angriff über. Die Schranken, die sie von den Demonstranten trennten, sind plötzlich geöffnet, man weiß nicht wie, und ebenso plötzlich sind die unheimlichen Gäste mit Totschlägern und Holzknüppeln bewaffnet. Bei Einbruch der Dunkelheit fällt ein Schuss. Eine Passantin, die sich um den in den Hinterkopf geschossenen Studenten ohne Sorg kümmert, wird zuerst angeschnauzt. Was, dem wollen Sie noch helfen? Und die letzte Rede, eine Rede des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten. Es ist für uns eine Ehre und eine große Freude, dass Eure Kaiserliche Majestäten am Schluss Ihrer Reise durch Deutschland zu uns nach Schleswig-Holstein kommen. Die Situation des Landes, Eure Kaiserliche Majestät, das Sie regieren, und die Situation unseres kleineren und geschichtlich viel jüngeren Landes trägt manche verwandte Züge. Come on.